So dann, lasst die Spiele beginnen. Ich freue mich ganz herzlich, dass wir heute hier zum Wochenausklang, dem 12. April 1900, sage ich schon, um Gottes Willen, 2019, ich mich euch mit euch hier verbinden kann im Rahmen dieser, ja, Beschau unseres heutigen Themas JFD Invest. Darum soll es gehen. Ich möchte euch an der Stelle abholen und ein Stück weit einführen in die Thematik unserer digitalen Vermögensverwaltung. Just diese Woche wurde auch eine neue Strategie gelauncht und ich darf euch auch hier schon ankündigen, dass im weiteren Jahresverlauf noch einige Strategien mehr folgen werden. Das heißt, wir haben hier natürlich einen stetigen Prozess im Rahmen von Bewerbern, im Rahmen von Partnern, die ihre Strategien zur Verfügung stellen. Aber auch unsere Vermögensverwaltung schläft nicht und streut hier immer wieder auch gern Setups ein. An dieser Stelle ganz gleich vorab mal gesagt, wir haben hier im Rahmen natürlich auch der Umformierung genereller Natur in diesem Jahr ja erfolgt, den Brand of JFD Bank vollzogen. Das heißt, wir sind jetzt hier auch ein Institut, was BaFin lizenziert am Start ist und insofern natürlich hier auch ja der Handschlag in unserem deutschen Brand hier weiter manifestiert. Und ihr müsst wissen, dass wir hier neben unserer JFD Invest Plattform, wo ich eben heute auch in die Tiefe mit euch gehe, ihr auch eben Strategien folgen könnt und aber auch unser Know-how der Vermögensverwaltung nutzen könnt und praktisch völlig passive Produkte sozusagen in euer, ja, Geldmanagement aufnehmen könnt. Das heißt, wir bieten auch hier Vermögensverwaltungsprodukte im Rahmen eines Baskets, so ähnlich wie ein Fonds, kann man sich das vorstellen, wo praktisch wir als Vermögensverwaltung ja sozusagen das Kapital völlig autark handeln und ihr letztlich da ja nichts weiter tun müsst. Und die besten Rahmenbedingungen an dieser Stelle sind die, dass es hier auch wieder fair und transparent ist. Es gibt keine Einrichtungsgebühren, keine laufenden Kosten, sondern nur eine Performance-Fee. Und das heißt, es wird überhaupt, wenn dann nur ein Kostenfaktor fällig, wenn ihr Rendite macht. Und fairer geht es meines Erachtens nicht. Und da muss auch die Branche richtig aufpassen, was da dieses Jahr auch noch weiter so über den Äther rault, über die Newslines, über unsere Pressemitteilungen. Denn wir treten hier nicht umsonst im Rahmen der Investmentrevolution an. Wir sind sicherlich nicht vergleichbar mit irgendwelchen alteingesessenen Banken und haben auch ein ganz anderes Spirit und ohnehin eben auch eine ganz andere Firmenethik, die uns hier in den letzten Jahren schon sehr, sehr hat groß werden lassen. Und das, wie gesagt, meines Erachtens auch nur der Beginn. Insofern freue ich mich, dass wir hier starten können und deswegen lasst uns gleich mal in die Thematik einsteigen. Neben dem, dass ich vorhin auch einen Post gestartet hatte, auf vielen Socials, auch auf meinem Guidance Desk im Rahmen unserer im Rahmen unserer Aktienofferte des kostenlosen Aktienhandels immer wieder ein Thema für Trader von Trader. Auch hier haben wir, wie gesagt, eine Bank gebrochen. Ihr wisst wahrscheinlich selber, wie viele Gebühren hier teilweise bei klassischen Instituten anfallen. Ich will keine Namen nennen, aber es gibt viele Direktbanken oder auch andere, in Anführungszeichen, staatliche Zugangswege, die hier wirklich Gebühren haben, die kommen noch aus den 90ern. Also das ist wirklich schon ein dickes Ei. Mit der kostenlosen Aktienofferte, klar, für uns eine Marketingausgabe. Wir wollen damit neue Kundenkreise erschließen, um diese natürlich dann auch ein Stück weit zu öffnen im Rahmen des Forex- und Index-Tradings, was uns natürlich hat groß werden lassen. Im Rahmen dessen, wie gesagt, haben wir ja das Transparenzprinzip schon seit Geburt an von JFD sozusagen ja groß werden lassen. Das heißt, wir haben hier immer im Rahmen des Traders agiert, fair und transparent dargeboten und auch wirklich beweiskräftig an den Tag gelegt. Und das Thema kam ja auch im Rahmen von eben Copy Trading, Social Trading, solchen Aktivitäten in den letzten Jahren mehr und mehr auf. Und der ein oder andere wird es vielleicht auch verfolgt haben oder auch genutzt haben. Und da ist ja, wie gesagt, Schein und Sein immer eine große, ja, Parallelwelt. Das heißt, also man muss ganz ehrlich sagen, da hat schon viel Schabernack stattgefunden und da fehlte wirklich ein großes Stückchen Transparenz und aber auch wieder Fairness. Und genau das ist das, was eben JFD jetzt nicht nur als Marketing-Message so da rauswirft, sondern das ist unsere Firmenethik, Just Fair and Direct. Und das haben wir auch im Rahmen des Copy- und Social Tradings eröffnen wollen und uns da eben Gedanken gemacht, wie geht's? Wir haben schon viele Monate, Schrägstrich Jahre drauf rumgedacht und letztes Jahr im September dann endlich den Launch geschafft, um eben auch hier neue Wege zu gehen. Letztlich ist es wie eine Art digitale Vermögensverwaltung. Ihr seid jetzt praktisch selber Portfolio-Manager von Strategien. Wie das genau funktioniert, wie gesagt, sage ich euch. Und wir haben natürlich hier auch im Rahmen des ja, aggressiveren Marktsegments, höchste Spekulationsstufe, Margenhandel, ja, ganz klar. Forex-Markt, ohnehin für viele ein Buch mit sieben Siegeln. De facto haben wir hier die Option praktisch im Rahmen unserer Strategien und Setups. Und ihr seht hier immer auf Tagesbasis die fünf
fünf Top-Strategien im Rahmen ihrer Ergebnisse, aber auch im Rahmen ihrer Schwankungsfreudigkeit. Je mehr Rendite man sucht, liebe Leute, desto mehr muss man auch ein Stück weit die Schwankungen, auch Volatilität genannt, aushalten. Und natürlich hier am Ende des Tages auch ganz klar sich dessen bewusst sein, dass es eine Spekulation bleibt. Das heißt, zur Diversifikation immer wieder geraten, auch das Portfolio, das eigene, seien es ETFs, seien es Fonds, seien es klassische Aktien, hier auch durchaus ein bisschen würzen mit diesen Strategien, die wir hier anbieten. Und wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Einzahlungsmodelle. Also jede Strategie hat einen gewissen Kapitalbedarf, aber das geht auch schon ab 500 Euro los und steigert sich auch bis 5.000 hoch. Zum Beispiel Galileo ist eine Strategie, die geht erst ab 5.000 im Rahmen eines Investments. Hyperion schon ab 1.500, FX Global ab 3.000. Das heißt, man hat verschiedene Features, die kann man sich auch hier als noch nicht registrierter Kunde durchaus anschauen, aber man stellt sich hier sozusagen selbst ein Portfolio zusammen und da eben auch die Idee, dass man natürlich hier nicht nur mit 500 Euro agiert und eine der kleineren Strategien wählt, sondern auch ruhig mal, und da zeige ich euch nachher unseren Real-Account, der hier interessanterweise im letzten Jahr September eben gelauncht wurde. Mit Eröffnung dieser Plattform haben wir einen 10.000 Euro Account aufgesetzt und ich lasse mich mal überraschen, wo wir diese Woche stehen. Letzte Woche hatten wir einen kleinen Rückschlag, ist aber völlig normal, aber auf jeden Fall eine starke und ansehnliche Rendite und das werde ich euch, wie gesagt, dann gleich mal auch zeigen wollen. Also beziehungsweise nachher dann ohnehin euch abholen, um da praktisch mal auch Einblicke zu geben, wie so ein Portfolio-Mix aussehen kann. Und da haben wir auch viele Strategien. Wir wechseln 4, 5 Strategien. Das reicht eine Woche mal reingeschaut, 20 Minuten oder auch einmal im Monat. Man muss solchen Strategien auch Luft zum Atmen geben, auch Zeit und Entwicklung. Und das, wie gesagt, ist genau das, worauf es ankommt, wenn man sich ohnehin mit dem Kapitalmarkt beschäftigt. Also schnell rein, raus, Mickey Maus und mal eben 100% verdienen, ist fern jeglicher Realität oder auch Traumrenditen von 100% im Monat. Wir wollen hier realistisch bleiben. Ja. Alles ist möglich. Ich habe auch schon viel in meinen letzten bald 2 Jahrzehnten am Kapitalmarkt erlebt. Keine Frage, es ist wirklich am Kapitalmarkt alles möglich, aber immer mit der Balance Chance-Risiko. Ja? Also wenn man wirklich viel riskiert, kann man auch viel gewinnen, aber die Gefahr ist eben auch zu verlieren, ist enorm hoch und deswegen haben wir hier eine jährliche Rendite oder sagen wir eine Rendite-Range von 20-40% ausgerufen. Ja, abhängig von der Risikotoleranz. Und ganz ehrlich, wenn man 20% auf Jahresbasis verdient, dann ist man langfristig gesehen hier unter den Top-Hedgefonds der Welt. Und da reden wir wirklich über die ganz Großen, die hier schon seit 20, 30 Jahren Track-Rekorde aufbauen und ihren Weg gegangen sind, um eben hier das Kapital ihrer Anleger zu mehren. Und da gab es auch einzelne Jahre mal mit 400%, gar keine Frage. Es gab auch mal Minusjahre, ganz klar. Aber im Schnitt 20% auf Jahresbasis ist A, realistisch und B, außerordentlich gut. Der S&P 500, langfristige Aktienanlage, keine schlechte Wahl. Bewegen wir uns aber hier zwischen 8-10% auf Jahresbasis. Okay, also hier haben wir mehr als das Doppelte im Rahmen einer Renditeansicht. Und wenn wir ein Stück weit eben nochmal runterscrollen, haben wir auch hier ganz schöne Würze in dem Strategien. Wir haben auch Strategien, die bewegen sich zwischen 5-15%, also eher konservativ, eben dann auch nicht so schwankungsfreudig. Aber das muss man eben alles ein Stück weit in Erfahrung bringen. Drum nehmt euch die Zeit im Nachgang dieser Einführung, will ich sagen, und stöbert mal ein Stück weit auf der Website rum. Ich stelle sie gleich nochmal in den Chat rein, damit ihr mit mir zusammen sozusagen hier cruisen könnt und dass wir das hier praktisch gemeinsam uns erarbeiten. Wie gesagt, ich will das auch gar nicht zu sehr ausdehnen im Rahmen der Beschreibung, weil die Aufmerksamkeit ohnehin nach 20-25 Minuten spätestens nachlässt und deswegen lasst uns einfach hier, ich stelle den Link sicherheitshalber mal rein, das seid ihr genau auf derselben Seite wie ich und falls ihr eben da der Aufmerksamkeit mir folgen wollt, dann tut das, ohne auf der Website irgendwie rumzusuchen, wobei der ein oder andere es eh schon gefunden haben müsste. Nun denn, lass uns reingehen. Also, von Anfang an vieles anders gemacht. Wir haben diversifizierte Portfolios, Strategien, die, und das unterscheidet uns auch zu vielen anderen Anbietern der früheren Zeit, hier nicht nur im Demo-Modus laufen, sondern das sind alles Echtgeldkonten. Das sind auch Konten, die bei uns eine gewisse Zeit gelaufen sind, um überhaupt sich zu bewerben bei JFD Invest, um hier drauf zu kommen. Und natürlich, man muss auch als nächstes gleich noch hinten ranhängen, dass diese Strategien auch teilweise schon noch viel längere Track-Rekorde haben. Nur die Accounts, die hier mit JFD Invest verknüpft sind, sind eben auch neu aufgelegt worden für dieses
Vehikel der digitalen Vermögensverwaltung. Und das ist genau der Punkt, wo wir eben sagen, hey, hier muss man mit Echtgeld, hier muss man mit wirklicher Performance ran. Und auch die Masterkonten sind eben Echtgeldkonten und keine Demokonten, wo man sich hier irgendwie mal wild links qualifizieren kann. Und das ist natürlich genau das, wo man sagt, das durchläuft einen Prüfungsprozess und hat auch, wie gesagt, hier eine Substanz im Rahmen einer in Anführungszeichen zertifizierten Strategiegewichtung. Neben dem eben hier auch die Rendite angesprochen wurde, aber auch ein Highlight schon zu Beginn, auch bei unseren klassischen Vermögensverwaltungsprodukten, wo ihr praktisch nicht selber Strategien auf- und abschaltet, sondern eben das Management komplett unserer Vermögensverwaltung überlassen könnt, gibt es nur die Performance-Fee. Was das bedeutet, könnt ihr auch hier direkt auf JFD Invest nachlesen. Klickt drauf, dann geht es hier unten zu Fragen und Antworten und da wird es erklärt. Um es abzukürzen, im Endeffekt zahlt ihr nur, wenn neue Allzeithochs gemacht werden in einer solchen Strategie und dann auch immer auf Basis der Monatsabschlussberechnung, ja. Und es ist aber tatsächlich so, dass wenn ihr jetzt einsteigt in eine Strategie und diese seitwärts läuft, also keine Rendite macht und die Strategie sozusagen, ja, weder Plus noch Minus, seitwärts eben läuft oder auch mal einen Drawdown hat, was normal sein kann, dann wird nichts fällig. Nur Gebühren werden fällig, wenn neue Höchststände erreicht werden im Kapitalzuwachs und dann wird eben von dieser Rendite ein Kuchenstück abgeschnitten und das ist auch völlig fair und in Ordnung und dieses Kuchenstück darf man sich dann sozusagen als Händler einverleiben und wir als JFD sind hier sozusagen rein intermediär tätig. Das heißt, wir machen das, was wir ohnehin schon immer machen beim klassischen Handel. Wir haben eine Kommissionsstruktur, eine Gebührenstruktur, die im Retail, also manuellen Trading anfällt, aber natürlich auch hier in diesem, ich sag's mal, passiven Trading, in diesem übertragenen Trading. Wenn Handelsgebühren fällig werden im Forex- oder CFD-Bereich, dann ist es genau das, wovon wir leben und das schon seit jeher, Transparenz pur. Und das ist genau der Punkt, wo wir sagen, das sind die Gebühren, die ohnehin anfallen und insofern nicht ins Vehikel fallen. Was aber eben wegfällt, sind Abogebühren, monatliche Servicekosten, Einrichtungsgebühren, auch sowas gibt es ja noch. Das ist alles nicht der Fall. Und vom Ablauf her will ich euch das wie folgt mal abklären oder aufklären. Es gibt hier auch nicht die Option, mal im Demo-Modus zu starten. Also ich öffne mal ein Demokonto und eröffne sozusagen mal hier mustermäßig da mein Portfolio. Nein, ihr könnt hier völlig transparent, ohne euch anzumelden, einfach auf so einen Folgebutton klicken. Ja, also hier drauf auf den Folgebutton und dann kommt ihr als Gast sozusagen schon mal rein in die Umgebung, in das Universum von JFD Invest. Und da seht ihr im Prinzip hier schon die Strategie Hyperion, die jetzt zuletzt dann ein Stück weit Schwächephase aufwies, aber eben sehr stark performt und unter den Top-Strategien notiert. Und ohne angemeldet zu sein, sozusagen, könnt ihr hier mal ein bisschen rumstöbern. Wenn ihr runterscrollt, seht ihr die monatliche Performance dieser Strategie mit außerordentlichen Schwankungen, gar keiner Frage. Wenn ihr weiter runterscrollt, seht ihr verschiedene Performance-Zahlen. Und wenn ihr wieder runterscrollt, könnt ihr dann sogar die geschlossenen Positionen aber auch laufende Orders zum Beispiel sehen. Allerdings dies dann nur möglich wird, wenn ihr euch einloggt. Also hier braucht ihr ein Login und das ist damit gemeint, dass ihr euch nicht direkt mit einem Account einloggt, sondern hier ein Invest-Profil anlegt. Das ist eine relativ simple relativ simple Prozedur. Das heißt, wenn ihr jetzt beginnen wollt, draufklicken und dann kommt hier praktisch die Frage, seid ihr schon Kunde oder seid ihr Gast? Anmelden oder nicht? Okay, ich habe noch keinen Account, also möchte ich jetzt starten und mich anmelden. Und das ist praktisch die Registrierung, um euer JFD Invest Profil anzulegen. Also ein ganz simples Profil. Hier wird eh ohne nichts unterm Tisch gekauft oder irgendwie da die Waschmaschine angeliefert, nichts dergleichen. Es ist reine Registrierung, um euer Profil anzulegen, mit dem ihr dann im JFD Invest Universum, übrigens wer hier mit der Sprache ein Stück weit Schwierigkeiten hat, kann hier auch gern auf German umstellen. Und dann haben wir das Ganze in Deutsch. Und dann ist es eben so, dass es hier de facto um simple Eintragungen geht, um sich hier dann als nicht nur Gast darzustellen, sondern mit seinem JFD-Profil hier in diesem Universum unterwegs zu sein. Und dann könnt ihr euch eben noch ein Stück weit mehr Strategien anschauen und ein Stück weit mehr in die Tiefe der einzelnen Strategien gehen, um sozusagen dann auch zu erfahren, hey, was hat es damit auf sich? Ich habe eine Frage vom René und auch Ottmar. Zusammenfassung, also wir fangen mal mit dem Ottmar an. Grüße an dieser Stelle. 1500 Instrumente könnt ihr euch, wie gesagt, bei uns hier oben anschauen. Die Zusammenfassung gibt es tatsächlich auf Anforderungen an oder über unseren Kundenservice. Ansonsten habt ihr hier praktisch die Möglichkeit, die verschiedenen Anlagenklassen durchzuschauen und bei der Aktiensuche eben auch die physischen Aktien hier unterscheiden. Oben, das sind die Aktien CFDs, also Derivate, ja.
Und hier sind die kostenlosen Aktien, das sind die echten Aktien, die Dividendentitel, die man sozusagen ins Portfolio legen kann und dann praktisch die entsprechende echte Aktie sozusagen führt. So, René, Equity-Abweichung, Equity-Balance-Abweichung ist vergleichbar, gehen wir nochmal hier zur Startseite, mit einem Drawdown-Vehikel, also praktisch maximale Rückschlags Aktivitäten dieser Strategie. Das heißt, es ist vergleichbar mit einem Drawdown, ist nicht exakt dieselbe Kennziffer, aber vergleichbar soll heißen, wie viel Atem braucht man, um mit dieser Strategie leben zu können. Das heißt, hier gerade bei der Hyperion, die hat auch schon mal einen Rückschlag erlebt hier von knapp 41%. Ja, das ist wirklich heftig, aber Chance-Risiko. Die Strategie rangiert hier on top und war auch schon nahe der 95%-Marke, bis es dann eben zuletzt, und wir haben ja gerade auf die Strategie geschaut, hier zuletzt ein Stück weit runterging. Hier sehen wir es auch gerade, da die 100%, hat sich so ein Stück weit dann davon verabschiedet. Aber wir sehen das langfristige Bild. Die Strategie hat Phasen der Seitwärtsbewegung, Phasen der Verlustimpulse, aber auch hier langfristig einen wirklich ansehnlichen Track-Rekord. Und darum geht's. Nun denn, das wie gesagt hier zur Beschau der einzelnen Strategien. Und wenn ihr jetzt hier mit eurem JFD Invest Profil am Start seid, dann ist es so, dass ihr dann ein JFD Invest Konto eröffnen müsstet. Das ist insofern anders als das klassische Retail Konto, was ihr praktisch hier oben, Realkonto oder gratis Demo Konto, könnt ihr ja auch bei uns eröffnen. Demo übrigens unbegrenzt. Ihr müsst es nur wenigstens einmal in 30 Tagen nutzen. Dann bleibt das so lange bestehen, wie ihr wollt und könnt praktisch spielerisch den Markt kennenlernen. Das sind dann aber eben, wie gesagt, ein gratis Demokonto, Schrägstrich hier die Realkonten. Und da ist es hier der Unterschied zu den JFD Invest Konten, dass ihr an dieser Stelle keinen Einfluss auf das Konto üben könnt. Das heißt, das ist ein reines Geldverwaltungskonto, wo ihr, wenn ihr euch hier an JFD Invest ranhängt, sozusagen die Handelsvollmacht den Strategen übergebt, die ihr denn hier dann auswählt und im Rahmen eures Strategieportfolios dann sozusagen eure Strategien handeln, die Strategien aufsetzen und dann mit eurem Geld handeln lasst. Und das ist eben das Thema, der Unterschied, dass ihr hier nicht selbst Trades absetzen könnt auf diesen Accounts oder selbst die Stops und Take Profits verschiebt, sondern das ist, wie gesagt, ein Investkonto. Da wird die Summe eingezahlt, das ist das Investmentvermögen und dann könnt ihr dann praktisch in Verbindung des Investprofils mit eurem Konto, da kann man auch mehrere Profile anlegen, mehrere Investmentkonten kann man auch anlegen und dann, wenn die Einzahlung erfolgte, gebt ihr sozusagen die verschiedenen Strategien, den Strategien die Möglichkeit, auf eurem Account, auf euren Accounts zuzugreifen und dann lasst ihr sozusagen das Geld arbeiten. Und das ist ja wirklich interessant, gerade in heutigen Zeiten der Niedrigzinsphase, hier eben ansehnliche Renditen fern des Aktienmarktes, fern des Immobilienmarkts oder überhaupt fern des Zinsmarkts einzufahren. Und der Forex-Markt, der hier im Schwerpunkt gehandelt wird, Schrägstrich auch der Indexmarkt zu teilen, ist eben gerade, wenn man auch die Short-Seite spielt, das heißt hier auf fallende Kurse spekuliert, eben hochinteressant, weil man jegliche Marktbewegung mitnehmen kann und hier eine gewisse Unabhängigkeit fährt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant und sollte man auch immer wieder im Vehikel haben, wenn man sich sozusagen selbst Gedanken macht über seine Altersvorsorge, über seine Geldanlagestrategien oder wenn man auch selber handeln will, also selbst tradet, so wie ich es mal nenne, oder selbst aktiver am Markt agiert. Für meinen Dafürhalten ein absolutes Must-Have, auch den Profis ein Stück weit das Geld an die Hand zu geben, entweder, wie gesagt, im Rahmen einer Vermögensverwaltung, welche wir ja auch bieten, oder ihr seid hier direkt Selbstentscheider und entscheidet selber, welche Strategien hier wie handeln. Aber da, wie gesagt, das Geschmäckle, Equity-Balance-Abweichung, ist durchaus zu berücksichtigen im Rahmen, wie volatil die Strategien sind. Und da müsste man wirklich auch ein Stück weit Geduld mitbringen und den Strategien auch die gewisse Schwankungsfreudigkeit erlauben. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und da müsst ihr euch wirklich mit identifizieren. So, jetzt hat nämlich eine Passwortänderung stattgefunden. Ich will aber mal hoffen, dass das jetzt nicht mich betrifft, weil melden wir uns mal an. Quatsch. So. Jetzt bin ich in Deutsch, jetzt will ich mich mal anmelden, Sekunde. Jetzt muss ich nur noch den E-Mail-Account wiederfinden. So, und da zeige ich euch mal. Hier übrigens im Hintergrund leicht zu sehen, die Strategien, die wir sozusagen zur Auswahl anbieten. Es werden sukzessive mehr. Das mal als Hinweis. Und jetzt gehen wir erstmal hier Onboarding mit unserem JFD Live Account. Und das ist jetzt auch wieder kein Spaß, sondern das ist der Account, von dem ich sprach, den wir letztes Jahr im September aufgelegt haben. Das Ding ist jetzt gute 6 Monate alt und ja, wir hatten eine kleine Schwächephase hier am Anfang des Aprils, gebe ich zu, und jetzt sind wir aber schon wieder bei 45%.
Absolut gigantisch. Ich zeige euch auch, wie das Portfolio zusammengesetzt ist. Ich stelle hier gerade eben nochmal auf Deutsch. De facto ein Musterbeispiel, wie man JFD Invest nutzen kann. Und hier hat Dr. Friedrichkowski, also Stefan Friedrichkowski, der auch hier für einige Strategien aus dem Portfolio von JFD Invest sich verantwortlich trägt, Schrägstrich, ich hier mit diesem Webinar eben immer auch da Strategien auf und ab geschaltet. Und wir haben hier praktisch mit einem wirklich wunderbaren Balanceverhältnis, Rendite von 45% bislang bei maximalem Rückschlag von 8%. Das sind wirklich Rahmendaten, die sind der Knaller. Selbst wenn jetzt ein Jahr rum wäre oder 2 Jahre, wären wir hier immer noch absolut on top. Und das ist ja wirklich was, wie man sich's wünscht. Und das ist auch, wie gesagt, tatsächlich real. Wir wussten nicht, was passiert, wo wir hier begonnen haben. Um ehrlich zu sein, haben wir sogar erst Ende September gestartet, so richtig mit den aktiven Ein- und Abschlüssen oder Auf- und Zuschaltungen der Strategien. Und wir wussten nicht, was passiert, aber wir waren uns sicher, dass das, was wir hier anbieten, Qualität hat, und das wollen wir auch genauso weitertragen. Und wer weiß, wohin die Kurve hier noch läuft. Es kann auch mal sein, dass wir 2, 3 Monate einen Drawdown haben. Davon will ich mich überhaupt nicht freireden. Das kann auch mal sein, dass die Strategien in Masse schieflaufen. Nur jetzt kommt es gerade zur Diversifikation im Allgemeinen, liebe Leute. Wenn man einen Strategiemix hat mit nicht korrelierenden Strategien, also Strategien, die eben doch schon ein Stück weit autark handeln und nicht alle in die gleiche Richtung oder alle nur Euro-Dollar handeln, sondern eben hier auch ein Mix fährt, dann ist es schon sehr unwahrscheinlich, dass alle Strategien ja, über 2, 3 Monate hinweg nur Verluste machen. Das ist einfach ja im Rahmen einer Diversifikation, Zeitebene, Assetklassen und eben auch Gewichtung der einzelnen Strategien durchaus unwahrscheinlich, aber man kann niemals nie sagen. De facto haben wir hier schon seit Beginn immer 5 bis 6 Strategien gemixt. Ihr seht es auch hier mit so einem schönen Kuchendiagramm. Herrlich, welche Strategien übergewichtet sind, welche Strategien weniger aggressiv sind. Wir tauschen das sozusagen aus. Archimedes und FX Global Performance hier fast mit 50%, 45% rund vertreten. Also das Großgewicht hier im Portfolio sind die beiden Kasten, die man mal so rausschiebt. Dann haben wir aktuell nur sehr wenig Cash. Auch das ändert sich. Wir ziehen immer mal wieder Geld raus, wieder Geld rein. Im Rahmen dessen, wo sind wir investiert? Und de facto ist das das Portfolio, was wir uns hier zusammengestellt haben. Und es wächst und gedeiht immer weiter. Und wir investieren eben auch immer weiter und werden das auch weiter fortsetzen. Und hier hat man die Möglichkeit, im Rahmen von gewissen Aktionen einzelne Strategien eben abzuschalten, hier sozusagen die Risikoparameter wieder zu verstellen und auch die Zuweisung so entsprechend zu justieren. De facto könnt ihr hier viele, viele Einstellungen vornehmen, um mit den Strategien zu arbeiten. Da kann man auch ein Stück weit, sage ich mal, ja, spielerisch damit arbeiten, um es kennenzulernen. Deswegen muss man es einfach auch mal machen. Hier im Rahmen der Strategiefindung, will ich nur kurz zeigen, haben wir die Strategien zur Auswahl. Da gibt es aktuell eben Seite 1 und Seite 2. Aber hier nach Renditen, man kann das nach bestimmten Renditeparametern sortieren. Und ja, hier sind auch die Top-Performer ganz oben zu finden, wenn man das hier nach Rendite sortiert. Ja, so. Und man kann es aber auch nach der entsprechenden letztmonatigen Performance sortieren, dann gestaltet sich es wieder anders. Letztlich habt ihr alle Möglichkeiten, sozusagen eine Auswahl der einzelnen Strategien zu treffen im Rahmen der Unterscheidung. Und dann kann man hier einen Favoriten-Button setzen, wo man praktisch immer auch den Fokus im Rahmen eines Filters setzen kann, was man sich sozusagen vorliebsam anschauen will. Wird natürlich gerade spannend, wenn man hier auch mit dem Filter im Rahmen dann von möglicherweise 20 Strategien plus ein Stück weit den Überblick behalten will. Und hier kann man dann relativ simpel eben Investitionen stoppen, könnte aber auch bei den Zuordnungen schon direkt machen oder eben hier festlegen, um in eine Strategie zu investieren. Jetzt will ich euch noch ganz gerade auf die Strategie bezogen eben zeigen, dass es hier verschiedene Angaben gibt, verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel Galileo, ich sprach vorhin davon, die bedarf schon einer Mindestanlagesumme von 5.000 Euro. Das Gros der aktuellen Strategien bewegt sich in der Range zwischen 5 und 5.000. Galileo ist eine der, die hier das meiste abverlangt im Rahmen eines Investments, ist aber die Basis des Investmentgebners, der sagt, ohne mehr oder mit weniger Kapital ist die Strategie einfach zu riskant. Die Goldmine zum Beispiel, die wir hier haben, die kommt schon mit 500 aus. Klicken wir drauf, warten wir kurz, bis die Rahmenparameter kommen. Hier entsprechende statistische Daten, gehe ich auf Angaben, seht ihr hier auch immer wieder die Mindestanlagesumme. Hoppala, war ein bisschen schnell. So. Und hier sehen wir auch, wie die Strategie rennt im Endeffekt. Da sehen wir sehr schöne Performance bis zum Sommer letzten Jahres. Dann ging es seitwärts, dann krachte es im November richtig durch. Im Dezember kroch die Strategie so langsam wieder nach oben. Jetzt haben wir auch hier schon wieder einen sehr, sehr guten Lauf. Und das Ganze eben auch hier schon ab 500 Euro möglich. Spannend, wie ich finde. Und da auch hier schönen langen Track-Rekord, könnt ihr euch
spielerisch sozusagen mit den Strategien beschäftigen und euch selbst ein Portfolio-Mix zusammenbauen. Und das ist, wie gesagt, einfach etwas, wo ich euch ans Herz lege, um hier ein Stück weit eben auch mal in diesen Markt vorzudringen, ja. Und da auch nicht zwangsläufig manuell irgendwo rumzutreten, sondern eben auch hier ruhig mal die Profis machen zu lassen. Und dann sieht man mal sehr schön so nach 2, 3 Monaten, hey, wie rennt das denn bei mir? Komme ich mit der Performance nach oder wie machen es die Profis? Und ja, da kann man sich letztlich mit Rat und Tat tatsächlich überzeugen von, wie das hier abläuft. Und wie gesagt, es geht weiter voran. Neben diversen anderen Produkten, die wir im Rahmen unseres Bankbrands, im Rahmen unserer Bankübernahme da geschaffen haben und die auch noch kommen werden, ist JFD Invest definitiv etwas, was uns noch lange begleiten wird und was uns auch noch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit schenken wird, weil wir eben auch hier vieles anders machen. Und bevor ich jetzt zum Abschluss komme, will ich noch eine wesentliche Unterscheidung benennen, die vielleicht für den einen oder anderen noch völlig unbekannt ist, sage ich mal. Und das ist gerade bei den Social Media und Social Trading Plattformen, Social Trading und Copy Trading Plattformen, da ein großer Unterscheidungspunkt, denn diese ganzen Systeme funktionieren in der Regel mit einer Reihenorder, mit einem Reihenordersystem. Das heißt, wenn ihr als Follower euch ranhängt an eine Strategie XY, dann ist das okay und ihr seid der Strategie sozusagen im Fahrwasser dieser Strategie. So, wenn jetzt aber der Master Trader eine Order absetzt, diese Order dann auch am Markt ausgeführt wird, dann kommen Reihenorders an den Markt im Rahmen aller Followers. Und ja, der Follower Nummer 3 kriegt sicherlich noch nahezu die gleiche Ausführung wie der Master. Aber Follower 50, wahrscheinlich schon eine spätere, allein aufgrund des Reihenorders, wie so am Fließband, könnt ihr euch das vorstellen, die wird einfach später abgehandelt. Und der Follower 100 oder 150 kriegt aber mit ganz großer Sicherheit eine andere Ausführung. Und neben dem, dass viele Copy- und Social-Trading-Plattformen da eben als Master ohnehin nur Demokonten haben, noch nicht mal echt Geld, ist es hinten raus tatsächlich so, dass die Performances massiv sich unterscheiden von einem Follower zum anderen, beziehungsweise generell auch zum Master. Das ist bei uns auch schon wieder anders gelöst, denn wir haben hier die Bulk Execution, eine Gemeinschaftsorder, eine Sammelorder sozusagen, hier auch Bulk-Großauftrag sozusagen erschaffen. Und das ist auch ein ganz, ganz feiner, aber elementarer Unterschied. Denn jeder Follower kriegt die gleiche Execution, das heißt die gleiche Ausführung am Ende des Tages. Follower 1 wird genauso ausgeführt wie Follower 223. Da gibt es keinen Unterschied. Es gibt einen Großauftrag, der als Bulk-Execution an den Markt geht. Und mit dieser Sammelausführung wird sozusagen dann der Follower-Kreis versorgt. Und der Master gleichwohl, der hat hier davon eine unabhängige Order sozusagen. Die Order ist noch ein Stück weit, meinetwegen eine Millisekunde schneller, aber alle Follower sind trotzdem im gleichen Gebulk. Und hier gibt es eben nicht, Follower 1 wird besser behandelt als Follower 5 oder Follower 200, nein, sondern es ist die Bulk Execution. Und das ist ein Riesenvorteil, liebe Leute. Da guckt man in der Regel nicht drauf oder achtet nicht wirklich drauf, aber das sind kleine, aber feine Unterschiede. Neben dem, dass es eben bei uns auch die reine Performance-Fee hier sozusagen nur gibt. Das heißt, man zahlt nur, wenn man auch Rendite macht. Und wie stark ist das denn? Also da muss man wirklich sagen, am Ende des Tages bieten wir als JFD Bank viele Vorteile, die ja auch noch weiter reifen werden. Und da hoffe ich, seid ihr einfach bei uns mit an Bord, um zu erleben, was hier geht. Und das Thema Investment Revolution ist neben JFD eben Just Fair and Direct nicht einfach nur so ein Slogan, sondern es ist eine Ethik, die wir auch weiter vorantreiben werden. Und Investment Revolution, glaubt mir, liebe Leute, da kommt noch einiges mehr, was sehr, sehr spannend ist. Und was soll man sagen? Kostenfreier Aktienhandel, echter Aktien, ist natürlich schon mal ein Knaller schlechthin. Und jetzt hier eben auch die Lösung einer passiven Vermögensverwaltung, / ich selbst bin digitaler Vermögensverwalter meines Portfolios und schalte Strategien auf und ab, ohne selbst jeden Tag drucken zu müssen, also Kauf und Verkauf, ist doch am Ende des Tages eine ganz, ganz tolle Geschichte. In dem Zusammenhang, liebe Leute, haben wir fast das Zeitfenster ausgereizt. Ich meine, ich will auch gar nicht zu lange hier sozusagen die Fahne schwenken. Ich denke, ich konnte jeden davon überzeugen oder euch auch wenigstens abholen, da zu erfahren, um was es hier bei JFD Invest geht. Ich hoffe, es hat euch an der Stelle gefallen. Es bleibt nur dabei, machen, wie bei allem, Erfolg kommt vom Erfolgen. Man muss es tun, sonst erfolgt ja nichts. Also die Tat ist ganz wichtig. Insofern testet uns, prüft uns. Wir stehen euch 24/7 zur Verfügung, unser Kundenservice, ich selbst. Und ansonsten wünsche ich euch an der Stelle auf jeden Fall einen wunderbar grandiosen Einstieg ins Wochenende. Und wenn ihr mögt, wie gesagt, nächste Woche habe ich hier und da wieder mein Radar. Dann gibt es kleine Osterferien und dann aber auch wieder Vollgas im Rahmen dessen, was uns der Markt bietet, beziehungsweise welche Möglichkeiten sich da auftun. Ich wünsche euch an der Stelle auf jeden Fall ein
Ja, grandioses Wochenende. Ich wäre von meiner Seite durch. Falls ihr noch Fragen habt, scheut euch nicht, unseren Support, support@jfdbank.com anzuschreiben oder .de. Und da wird euch auf jeden Fall geholfen, wenn ihr da Fragen für mich oder an mich habt. Auch jederzeit wird mir weitergeleitet. Und insofern sage ich, ja, habt eine gute Zeit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und in diesem Sinne, schönes Wochenende. Ciao dabei.